Also ich heiße Britta Burgs, bin 49 Jahre alt und bin Finanzbeamtin. Schon immer, mein ganzes Leben lebe ich in Berlin. Also bin 71 geboren und seitdem nie weggezogen. Und ich lebe gerne in Berlin. Also ich glaube, mir würde was fehlen. Das Gerusel würde mir schon fehlen. Vor der Einheit war ich Schülerin. Ich war zur Wende 18 Jahre alt und habe nach der Schule eine Ausbildung angefangen oder ein Fachschulstudium. Heute würde man sagen duales Studium als Unterstufenlehrerin. Da ist dann sozusagen die Wende irgendwie dazwischen gekommen und das habe ich dann nicht mehr weiter zu Ende gebracht, weil in dem neuen anderen Rechtssystem es nur Grundschullehrer gab und nicht Unterstufenlehrer. Also damals war es ein Fachschulstudium, was gereicht hat, um auch da in dem Beruf zu arbeiten. Und sonst hätte man ein Studium gebraucht und deswegen war mir war der Weg einfach zu weit. Ich hätte nochmal komplett neu ein Pädagogikstudium anfangen müssen für 5 oder 6 Jahre und hätte da keine Zeit anrechnen können. Und dafür war mir die ganze Zeit einfach zu unsicher. Also es war ja alles irgendwie im Wandel. Deswegen dachte ich, fange ich was Neues an, was Sicheres. Es war okay, weil der Weg war mir einfach zu weit und zu lang, um dann doch Lehrerin zu werden. Und zwar ist das meine Einstellungsunterlage sozusagen fürs Lehrerbildungsinstitut und was für Fächer angeboten werden. Ne? Psychologie, Entwicklungspsychologie, Physiologie, Heimatkunde, Mathematik, Russisch, Sozialkunde. Und ich meine, wir hatten auch Marxismus, Leninismus, obwohl es hier nicht mit draufsteht. Genau, für meine Ausbildung. Und da steht, Fräulein Gundlach wird das Studium im März 92 voraussichtlich abschließen. Und dazu ist es dann ja nicht mehr gekommen. Ich habe dann eine Ausbildung als Industriekauffrau angefangen und habe auch in dem Beruf dann gearbeitet, 4 Jahre lang. Einfach aus der Not heraus, weil die Zeiten waren unsicher. Und es war jetzt nicht mein Herzenswunsch oder so, hat sich einfach so angeboten. Das war eine Anzeige in der Zeitung und dann dachte ich, naja, ist wahrscheinlich was Sicheres, eine kaufmännische Ausbildung und deswegen habe ich das dann gemacht. Also das Ende der DDR an sich nicht, weil es hat so ja nicht funktioniert. Die Leute waren unzufrieden und da war vieles im Argen einfach. Und negativ war bloß, ich hatte, mein Wunsch war eigentlich mit Kindern zusammenzuarbeiten, was Soziales zu machen und das war ja dann irgendwie über den Haufen geworfen. Dann musste ich komplett umdenken. Meine Mutter hat bei Bergmann Borsig gearbeitet zu DDR-Zeiten. Das war ein Riesenbetrieb hier im Ort. Da hat der halbe Ort da gearbeitet. Und sie hatte kurz vor der Wende den Betrieb gewechselt und war im Neuererwesen, das heißt heute Patentwesen. Und sie ist eigentlich ein Wendeopfer, karrieretechnisch gesehen, weil die Betriebe haben sich von solchen Abteilungen eigentlich dann getrennt, weil das war eher Luxus, war jetzt nicht so essentiell, dass jeder ein Patentwesen hat oder wie auch immer. Und deswegen, diese Abteilungen wurden dann eingestampft, wurden wegrationalisiert und sie war dann auch arbeitslos nach der runter geworden. Ja, es war irgendwie alles grau gefühlt in der DDR. Und natürlich war es nicht schön, dass man seine Meinung nicht äußern
konnte oder nur zu Freunden ehrlich sein durfte sozusagen. Es gab eine offizielle Meinung und eine inoffizielle Meinung. Und das ist natürlich schon merkwürdig. Irgendwie, man möchte doch sagen, was man denkt und möchte nicht zurückhalten. Und das ist schon, dass sich das geändert hat, das ist wirklich super. Wo man jetzt genau wusste, das sind Freunde, die würden jetzt da irgendwie das nicht weitertragen oder wie auch immer. Also es gab ja die Stasi und ich habe eigentlich auch erst nach der Wende erfahren, wie schlimm das alles war. Also als Kind hat man das nicht so empfunden, finde ich. Weil das war immer so ein geflügeltes Wort, die Stasi hört mit und Achtung, das darfst du jetzt so nicht sagen. Und, aber was das wirklich bedeutet hat als Kind, darüber hat man sich nicht so Gedanken gemacht eigentlich.